Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Heute möchte ich eine Reise mit dir machen, die ganz genau auf diesen Zeitgeist passt, nämlich dieses uranische, wassermännische Prinzip, wo wir jetzt sind und wo der Pluto mit Macht und Onmacht natürlich direkt in diesem Zeichen drinnen steht. Und ich erlebe es auch ganz häufig bei Klienten, bei Sitzungen, bei Einzelterminen, dass die Energie, durch das, dass die so luftig wird und so leicht wird, ganz schnell in den Kopf reingeht. Das heißt, es geht schnell in die Gedanken rein, das geht ganz schnell in die, es prasselt ganz viel Information auf einen ein, man ist offener und man wird oft so angefüllt mit den ganzen Themen, dass man völlig vergisst, dass zwar, wie man so schön sagt, die Gedanken frei sind, aber nicht mehr frei ist durch seine Gedanken. Das ist einmal die eine, also die Freiheit, oder die Unfreiheit durch die Gedanken. Und das Zweite ist, wie erlangt man diese Freiheit aus diesen Informationen, aus diesem ganzen Einprasseln, Eindringen? Was kann man da machen? Genau ins Tun reinkommen. Und das ist eben genau der Punkt, dass es eine Zeit ist, wo du nicht mehr zu viel nachdenken solltest, sondern auch immer wieder ins Tun kommen solltest und immer wieder das, was du für Gedanken hast, das auch immer wieder in die Tat umsetzen, weil sonst eben dieser Informationsstau, der entsteht, wirklich zu so einem Druck führt, dass dieses freie, luftige eigentlich zu einem Gefängnis wird. Und das ist halt mal die Zeitqualität. Ja, es prasselt viel Information ein, aber die Frage ist immer nur, was kannst du jetzt aktiv tun und wie kommst du in dein Tun? Und das ist eigentlich das, was wir uns heute anschauen werden mit dieser Übung. Das heißt, ich lade dich jetzt gleich mal dazu ein, wirklich mal so tief ein- und auszuatmen. Und mal ganz bewusst in diesen Raum, wo du jetzt bist, hineinzugehen, hineinzukommen, in diese Energie, in diesen Raum, wo du jetzt bist. Stell dir einfach mal deinen Körper vor und stell dir bitte einfach mal vor, dass du da ganz klar ankommst und ganz klar in deinen Körper gehst. Und stell dir dich selber jetzt mal wirklich als ein Bild wahr. Stell dir mal vor, wo ist denn bei dir jetzt mehr Energie gestaut? Ist das eher im Kopfbereich? Also stell dir mal ein Männchen vor von dir, wie wenn du eine Barbiepuppe von dir hältst oder ein Playmobil-Männchen, eine Spielfigur. Stell dir einfach das vor, du nimmst diese Figur, stellst dir das mal auf und schaust jetzt einfach mal, wo ist denn da mehr Energie? Ist da mehr Energie, die nach oben zieht oder mehr Energie, die nach unten zieht? Sind da irgendwo Wolken rund um diese Figur? Also stell dir das bitte einfach mal vor, nimm das bitte einfach mal wahr. Also wo steht denn jetzt diese Energie? Und vielleicht nimmst du wahr, dass das Männchen beim Kopf größer ist oder eher unten größer ist, vielleicht einen Bauch irgendwo gewölbt ist. Das sind einfach so Anzeichen, wo da jetzt mehr Energie gestaut ist. Ja? Der Kopf steht natürlich für die Gedanken, steht natürlich für diese luftige Ebene. Bauch, wenn der irgendwie gewölbt ist, so in der Mitte, dann steht das eher für Soziale, wo du viel Emotionen vielleicht auch aufnimmst aus deinem Umfeld. Und wenn deine Beine ganz dick sind und ganz breit, dann kann das sein, dass da wirklich gestaute Lebensenergie ist, dass da vielleicht eine Wut drinnen steckt oder dass eben wirklich auch eine gewisse Hemmung in deiner Handlung drinnen ist. Und diese Energien nimmst du einfach mal wahr. Also wo ist denn dieses Männchen jetzt größer oder siehst du Energie rund um dieses Männchen? Und ich denke, dass viele vielleicht wahrnehmen werden, dass das jetzt so ein bisschen zwar größer rausgeht, aber nach links hinten verschoben ist. Oder
vielleicht auch nach rechts hinten irgendwo verschoben ist, aber ich glaube eher links, also so in die emotionale Gefühlsseite hin verschoben, weil es halt aufgeladen ist. Es ist aufgeladen durch diese luftige Energie. Ich beobachte das einfach mal. Nimm das bitte wahr. Und in diesem Bild, das du jetzt hast von diesem Männchen, beginnst du jetzt erst einmal, dass die Energie sich ausgleichen soll. Das heißt, der Gedanke ist jetzt, wenn du jetzt viel im Kopf hast, viel im Luftigen hast, soll einfach die Energie rund um dieses Männchen fließen, soll die Energie schön ausgeglichen werden, soll die Energie, dein Energiefeld wirklich in der höchstmöglichen Schwingung jetzt dann schwingen. Und wie erreichst du das? Du stellst dir das jetzt einfach mal vor, dass dieser Energiestau, dass der jetzt einfach mal sich verteilt. Das heißt, dieser Energiestau verteilt sich jetzt mal rund um das Männchen. Und du kannst das auch gerne mit deinen Händen mitfühlen. Also stell dir mal vor, du teilst die Energie dort, wo es größer ist, einfach mal rund um dieses Männchen. Du streichst da richtig rundum. Vielleicht spürst du es auch mit deinen Händen, wenn du wirklich da jetzt dich so reinfühlst in dieses Bild und verteilst mal die Energie gleichmäßig. Und bei diesem Verteilen der Energie erlaubst du dir auch gleichzeitig, alle Fremdenergien da abzuwaschen, runterzuziehen von diesem Bild. Und das, was du da runterziehst, das gibst du nach oben so ins Licht drauf. Und du schaust mal, dass dieses Energiefeld wirklich gut und klar durchfließt. Sehr gut. Und während du die Energie verteilst, spür mal in dich auch rein. Spür mal, wie du dich auch entspannst, während du dieses Energiefeld, dieses Männchen da jetzt, dieses Bild von dir bearbeitest. Also streichst richtig, dass alle Körperteile in der richtigen Proportion sind. Also wie gesagt, wenn der Kopf recht groß war, mach den Kopf kleiner, der Bauch recht aufgebläht war, mach den Bauch kleiner, die Beine, mach die Beine kleiner oder gleiches an, wenn du das Gefühl hast, ist irgendwas zu klein, das andere zu groß, dann lass das zu große einfach dorthin fließen, wo das Männchen zu klein ist, sodass du optimale Proportionen einfach zusammenbekommst von deinem Männchen. Sehr gut. Und diese Energie, du spürst jetzt auch schon, dass dieses Männchen sich mehr und mehr ausgleicht, dass es immer weicher und harmonischer wird, je länger du jetzt wirklich damit arbeitest. Und jetzt erlaube dir mal, Traumalösung einfließen zu lassen in dieses Männchen. Eine Traumalösung kannst du dir vorstellen, das ist wie oranges Licht und das fließt direkt jetzt so in den Nabelbereich, ja, also unterer Bauchraum, Nabelbereich deines Männchens, deiner Figur ein. Das ist einfach ein Schocklöser, Traumalösen. Das ist so tiefes, wunderschönes, oranges Licht. Und dieses Licht lässt du jetzt einfach da ganz entspannt in dich einfließen oder in das Männchen einfließen. Und du wirst bemerken, dass das Bild, diese Figur, dass sich das auch ändert, dass da vielleicht nochmal was weicher wird, dass da was aufgeht, dass da wirklich Anspannungen sich lösen und weiter runtergehen. Und in dieser Energie, wo das eben so nach unten zieht, weicher wird, siehst du auch, dass eben wirklich so alte Müdigkeit, Erschöpfung, Anstrengung sich einfach jetzt mal löst und abfällt.
und du erlaubst dir wirklich diese Energie ganz bewusst zu visualisieren, und das, was abfließt von der Figur, fließt jetzt in die Erde rein. Und dort reinigt es sich wieder. Also du kannst das alles in die Erde fließen lassen und dort reinigt sich das wieder ab. Genau. Sehr gut. Und der nächste Teil, der jetzt bearbeitet wird bei dieser Figur, bei diesem Männchen, ist das Nervensystem. Denn uranische Energie hängt ja auch mit dem Nervensystem zusammen, einer Überlastung des Nervensystems, die wirklich von chronischer Anspannung herrührt. Und diese Überlastung erlaubst du dir jetzt zu lösen. Das heißt, wir lösen jetzt Überlastungen des Nervensystems. Und diese Überlastungen, du merkst einfach, dass die auch abfließen. Die kannst du dir auch vorstellen, wie wenn du es absaugen würdest. Also wie wenn dein Staubsauger wäre auch nochmal beim Nabel, wo vorher die Trauma-Heilung reingeflossen ist. Da stellst du dir jetzt vor, da wird jetzt die Überlastung des Nervensystems abgesaugt. Also alles, was das Nervensystem überlastet, alles, was dein Nervensystem überspannt, wird da jetzt rausgereinigt und darf abfließen. Und jetzt merkst du auch in deinem Innerlichen, dass du ruhiger wirst, dass du weiter wirst und dass es sich auch emotional mehr und mehr entspannt. Und wie gesagt, Stress, Druck des Nervensystems löst sich. Und nun kannst du auch wahrnehmen, wie das Männchen wirklich jetzt ein bisschen mehr Erdung bekommt, sicherer wird, stabiler wird, dass die Füße in deinem Bild eine bessere Bodenhaftung auch bekommen. Und nun lass mal diese leichte, revolutionäre, uranische Energie auch mal in diese Beine reinkommen. Das heißt wirklich so Uranus-Energie, Wassermann-Energie, lass in die Beine des Männchens einfließen, dass nämlich da Freiheit reinkommt in dein Handeln, Freiraum umzuhandeln und den Freiraum auch Dinge und Projekte für dich umzusetzen. Und Uranus ist außerdem auch nochmal wirklich so neben dieser Freiheit natürlich auch das über das Luftige, ein bisschen so dieses, dass da was ein bisschen transparenter wird, also dass die Materie jetzt nicht so ernst ist, nicht so dicht ist, sondern auch luftiger, leichter, dass das durchsetzt wird einfach mit ein bisschen Bewegung, Beweglichkeit, Flexibilität. Und diese Bewegung, Flexibilität, Leichtigkeit, die kann sich auch in deinen Körper weiter übersetzen. Und in dieser Übersetzung deines Körpers spürst du auch jetzt, wie sich dieses Männchen mehr und mehr bewegt, diese Figur mehr bewegt. Und auch du spürst, wie du leichter wirst, inspirierter wirst. Und wie auch ganz viele emotionale Staus sich einfach lösen. Da lösen sich jetzt einfach emotionale Staus raus. Da lösen sich einfach diese Themen raus. Und du atmest tief ein und wieder aus. Nochmal tief ein und wieder aus. Und du siehst jetzt mal, wie diese Figur, dieses Männchen wirklich strahlt. Und wie es ganz synchron geschaltet ist mit der Energie, die jetzt den Zeitgeist ausmacht. Und du bedankst dich mal bei diesem Männchen und löst mal dieses Bild auf, dieses strahlende, helle Männchen, diese Figur, und spürst auch bei dir selber jetzt in dir, dass du ruhiger bist, dass du heller bist, dass du klarer bist und dass du diese Energie des Uranus, diese Beweglichkeit des Wassermännischen jetzt in dir wirklich festigt hast, ganz klar drinnen hast und dass du in deiner
Kraft, in deiner Energie neue Projekte, neue Schritte gehen kannst, neue Schritte setzen kannst. Und diese neuen Schritte führen zu neuen Ergebnissen und führen zur höchsten Version von dir selber. Atme jetzt nochmal tief ein und wieder aus. Und bedanke dich mal bei der geistigen Welt für die Führung, für die Inspiration und fühl nochmal nach. Und dann mach dir nochmal ganz bewusst, dass wirklich das Bild aufgelöst ist und dass du wirklich jetzt ganz klar, entspannt, hell und friedvoll bist. Dann streck dich mal durch, beweg deinen Körper und komm in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Streck dich durch. Und dann öffnest du deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt zurück und kannst dich an alles erinnern, was du getan hast und was du erlebt hast. Wie ist es dir bei der Reise gegangen? Ich freue mich natürlich. Schreib mir deine Erfahrungen gerne in die Kommentare rein. Like das Video, teile das Video. Abonniere bitte meinen Kanal, da würdest du mir sehr helfen damit und mich unterstützen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn wir uns demnächst wiedersehen und ja, vielleicht mal bei einem Workshop oder auch bei einer Beratung über Zoom oder live hier in Linz. Und damit wünsche ich dir alles Gute aus dem wunderschönen Linz. Bis nächstes Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen.